Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Galgenberg. So, wir starten und auf geht's zum Fliegen. Let's go hier hoch. Oh, schöner Verkehr hier oben. Vom Feinsten hier. Wie hier auf der Autobahn. Wie war das denn noch nie hier oben los? So, jetzt drehen wir das Feld wieder alles auf die andere Richtung. Dass das, was unten ist, nach oben kommt und das, was oben war, nach unten sich bewegt. Damit wir eine gute Durchmischung des Bodens haben. Die neue Frucht, die drauf kommt. Oh, let's go. Da wir eh fliegen tun, ist Doppelsturz, finde ich, Quatsch. Ist meine persönliche Meinung, ob es nun wirklich so gehandhabt wird, keine Ahnung. Dass man vorm Fliegen noch Doppelsturz macht, für mich ergibt es keinen Sinn, sagen wir es mal so. Aber ich bin dann in der Materie drin. Was man gleich mit Stoppelsturz das feiner macht, die Halme, dass ich sag, besser am Boden zersetzen können, das wäre noch eine Variante. Dass wenn ich halt die Halme samt Wurzelsablus umgrabe, das weiß ich nicht, ob das dann wegen zwecks der Verrottung dann besser ist. Das wäre für mich noch die einzige logische Erklärung. Aber sonst ergibt es für mich nicht wirklich Sinn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alles wieder die Kategorie, was weiß schon ich. Oder andere würden sagen, gefährliches Halbwissen. In dem Bereich bewege ich mich. Fake News, gefährliches Halbwissen, was weiß denn schon ich? Das ist so die Kategorie, wo ich das einordnen würde, was ich jetzt hier gerade tue. Ich kenne zwar einige, die in der Landwirtschaft sind, und die habe ich nach seiner Wohnung nie gefragt, weil wenn ich mit denen mal ins Gespräch komme, denke ich dann an sowas nie. Das ist eher mit den Zockig und gemeint habe, da haben wir andere Themen und lachen über dies und das und jenes. Obwohl ich schon lange nicht mehr Multiplayer unterwegs war. Weil es mitunter manchmal zeittechnisch einfach nicht möglich ist. Und wenn ich irgendwo Multiplayer bin, würde ich doch schon gern meinen eigenen Hof haben und mit den Leuten zusammenzocken, aber wenn es zeitlich mitunter nicht geht, ist es dann auch doof. Wenn du dann vielleicht abends nach der Spätschicht alleine auf die Map gehst, deine Arbeit noch machst, oder dann andere bitten musst, hier dies, das, jenes zu machen. Weil oftmals spielen mit den Leuten, die ich zusammen spiele, ich spiele ja gerade mit Seasons. Da haben wir ja oftmals Seasons mit drauf. Oder aktiviert. Die Jahreszeiten. Und ich kenne es ja, wo ich mit anderen Leuten gespielt habe, wenn du dann abends bloß das schnellstnötigste machst,
und eventuell noch vor der Schicht noch ein bisschen was machst. Bist da wo, mehr oder weniger wie im Singleplayer unterwegs. Das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und da hat man sich dann teilweise nur an den Wochenenden gehört und gesehen. Und da ich jetzt zurzeit im Starfield-Fieber bin, noch, immer noch. Und wenn ich gerade nicht Starfield spiele, bin ich ein bisschen am Blender rumbasteln. Weil ich hatte ein guter Bekannter um was gebeten. Ich bin mal gespannt, ob ich es hinkriege. Wenn ich es hinbekomme, könnte es passieren, dass es wieder veröffentlicht. Aber einfach muss ich sehen, ob ich es so hinbekomme, wie ich es gerne hätte. Darum geht's. Nicht erst mal am 3D-Modell basteln und da bis 3D-Modell sieht es bis jetzt ganz gut aus. Andreas dann XML schreiben und die ganzen Funktionen einbauen, die das Gebäude haben soll. Mach mal hier hinten das Ding zu. Wollen wir da nach vorne gehen? Dudeli, haben wir das schon mal so gut wie alles durchgepflügt. So, anheben, zusammenklappen, Abfahrt. Ist so die Devise. Also nur einige wie Felder andere, vielleicht können wir dann ein paar Missionen abgreifen. Damit ich jetzt im Down immer spulen muss, wenn ich bei anderen Missionen abgreife, ich gucke gleich mal, wo ich jetzt hier irgendwie mir was mir versaue. So, Ballen pressen wir mal aus. Düngen haben wir, Ernten haben wir einiges. Ja. Und hier, das können wir annehmen. Das können wir annehmen. Nee. Können wir annehmen. Und das und. Also alles. Das nehme ich mal an. Arg akzeptieren. Das können wir auch akzeptieren. Den dumm akzeptieren. Das andere sind Kartoffeln und Rüben. Mach mal erst mal nicht. All dieweil. Ich mich jetzt damit nur rumärgern will, mit der Technik.
gibt's vielleicht 1, 2 Euro mehr, aber. Aber seinen doppelten Stau hier. Weil vor uns Glück hat, da stehen sie jetzt doppelt hier rum. Irgendwas ist doch immer. So, jetzt krallen uns die Sämaschine. Und erstmal machen wir Flug sauber. Der Dreck muss auch runter. Würde ich sagen, hab's haben wir das letzte Mal gemacht auf den Feldern, auf 2 Feldern jetzt. Machen wir Sojabohnen. Das ist so meine Idee dazu. Also müssen wir erstmal das hocheimern. Attacke. Bevor jetzt irgendjemand kommt und mich wieder ausbremst. So, komm hoch hier mit dir. Unter dem 700er brauchst du teilweise gar nicht anfangen. Und das Ding ein bisschen dahin schieben muss, hingehört. Obwohl ich es eigentlich nicht mehr nütze, aber ich habe es ja drauf, damit es hier in den Schleppern muss mit, ob es unbedingt zwingend benötigt wird. Zumindest wird es empfohlen. Sagen wir es mal so. Gibt da gewisse Sachen, wo es Mod-Abhängigkeiten gibt. Ich weiß auch jetzt nicht, ob es hier direkt so ist. Wie zum Beispiel bei der Hofbergmann hat man ja die Mod-Abhängigkeit mit den Objekt-Storage. Feuerbohnen sind ausgewählt, let's go. Oha. Jetzt kämen wir auf das Gepflügte.
Da kommt das jetzt auf Blau. Kommen Sie mit dem anderen Feld ins Gehege? Hatte ich doch gerade nie. Wahrscheinlich sind die Felder zu nah zusammen. Der Einflussbereich von den Feldern und Precision Farming dann überschneidet. Weil hier oben habe ich jetzt das Flackern nie. Hatte ich gerade bloß. Oh ja. Müssen wir nachbessern. Hatte ich gerade bloß. Unten an der Kante, an der Feldkante. Können wir nochmal die Stellung schon ein bisschen nachbessern? Ich vermute mal, das lag daran, dass die Namen an das Feld waren. Sonst würde es für mich keinen Sinn ergeben. Mach das Beste draus. Dann hieß es wieder Walzen, da geht es an meine Mission, die ich angefangen habe. Ihnen die Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal hier in Schuppen bauen kann. Nicht um mein Kredit zurückzahlen. Tun werde irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So, damit sind wir schon wieder am Folgenende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.